Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das heutige Video ist über den Xbox One Controller und wie man ihn zu einem SCUF umbaut. Als allererstes, was braucht ihr dafür? Natürlich ein Xbox One Controller. Die Version ist eigentlich egal. Zwischen alt und neu unterscheidet man halt anhand der Klinke, ob es eine 3,5 mm Klinke hat oder nicht. Die allerersten Xbox One Controller hatten diese Klinke nicht, nur die neueren jetzt. Erstmal, um den Controller zu öffnen, ein T8 Sicherheitsschlüssel. Den bekommt man eigentlich bei so Gehäusen dabei oder man kann ihn halt für ein paar Euro kaufen, im Baumarkt glaube ich auch. Ich verlinke euch mal ein. Dann brauchen wir einen T6 Schlüssel, nicht Sicherheitsschlüssel, einfach nur T6. Also T steht für Torx. Ist ein kleinerer als der T8 und der ist für Innern. Für innen, um die Platine rauszubauen. Einen Lötkolben. In dem Fall empfehle ich 15 Watt und für Platinen geeignet. Dabei ist die Spitze egal, aber Hauptsache 15 Watt, weil wenn es zu heiß ist, dann kann es die Platinen leichter beschädigen. Dann noch eine Heißklebpistole, später um die Taster zu befestigen und ein bisschen Schönheit beim Kabelmanagement. Dann gegebenenfalls ein Edding, falls ihr nur einfarbiges Kabel habt. Dann wie schon gesagt, Kabel, ganz dünnes Kabel reicht da. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Also alles, versuche alles zu verlinken, was ich dabei habe. Dann braucht ihr diese Tech-Switches. Das sind diese ganz kleinen Schalter. 6x6 und die Höhe empfehle ich so 7,5 mm. Dass sie dann gerade so aus dem Controller rausgucken. Also nicht gerade so rausgucken, sondern dass sie halt rausgucken und man sie gut drücken kann. Davon benötigt ihr zwei Stück. Halt für A und für B. Dann noch die Pedals. Ein linken und ein rechten Pedal. Die Farbe ist egal. Und dazu noch jeweils die Schrauben. Und um diese zu befestigen, benötigt ihr einen Kreuzschraubenzieher. Dann benötigt ihr noch einen Seitenschneider. Gegebenenfalls auch für die Kabel. Und ein Cuttermesser für die Kontakte. Natürlich auch Lötzinn für den Lötkolben. Und für die Taster benötigt ihr einen Bohraufsatz und für die Pedals benötigt ihr einen Bohraufsatz. Für die Pedals benutzt am besten einen 1 mm, also den oder das kleinste, was ihr haben könnt. Am besten wäre 1 mm. Ihr bohrt damit an und könnt dann die Schrauben direkt nachziehen. Dann benötigt ihr mindestens 3 mm, weil diese Taster sind 3 mm Durchmesser haben die. Ich benutze jetzt mal ein 4 mm. 3,5 mm ist auch okay, aber das muss halt größer sein, damit die Platz haben. Weil wenn ihr genau 3 mm nehmt, dann klacken die nicht, dann könnt ihr die nicht drücken. Also nehmt lieber 3,5 oder 4 mm. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Als allererstes haben wir hinten einen Aufkleber, den müssen wir entfernen, das ist die Garantie. Wenn ihr den Controller öffnet, erlischt die Garantie von Microsoft und ihr könnt keine Ansprüche mehr machen. Also wenn ihr zum Beispiel hier ein Stick innen drin kaputt geht oder der Controller einfach so ausgeht, seid ihr selber schuld nachher, sagt Microsoft. Also ihr habt keine Garantie mehr darauf. Also, die erste Schraube verbirgt sich hinter diesem Etikett. Diese löst ihr dann einmal mit dem T8-Schlüssel. Geht ganz schnell eigentlich. Nehmt euch irgendwas, wo ihr die Schrauben reintun könnt. Ich muss in dem Fall wieder so ein Deckelchen, das reicht. Einfach reinlegen und weiter. Die anderen vier Schrauben befinden sich hinter diesen Abdeckungen. Da drücken wir dann einmal den Trigger herunter, gehen hier drunter mit dem Schraubenzieher und ziehen es so ab. Dabei passiert nichts, das könnt ihr euch machen, das ist von Microsoft selber so vorgegeben. Also, ja, die machen das genauso. So, wenn ihr die alle entfernt habt, könnt ihr schon das vordere Verdeck einmal abnehmen. So. Dann könnt ihr auch direkt die Thumbsticks abnehmen. Und jetzt sind wir schon hier angelangt. Das hier ist ein neueres Modell wegen der Klinke. Die Kontakte sind aber allerdings bei allen Modellen, glaube ich, gleich. Also bis jetzt sind bei dem Modell und dem Vorgängermodell die Kontakte gleich. Ich blende euch ein Bild ein, wo die Kontakte sind. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Als allererstes müsst ihr die Rumbles ablöten. Die sind jeweils immer mit Plus und Minus gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Dort ist ein Plus und dort ist ein Minus. Das ist genau hier auch. Plus und Minus steht dabei.
Plus und Minus. Diese müssen wir jetzt ablöten. Dafür machen wir einmal den Lötkolben, ist der schon heiß. Ein bisschen Spannung drauf bringen. Auf die Kontakte und dann fliegen sie schon ab. Das war jetzt obere Rumble. Wenn wir das getan haben, können wir direkt die Platine lösen. Dafür nehmen wir unseren T6 Schlüssel und hier sind zwei Schrauben, einmal hier, einmal hier und einmal hier. Die lösen wir. Dann müssen wir die Platine nehmen und sie leicht herauswackeln. So, dann löst sie sich schon und wir können sie herausnehmen. Keine Angst, das hier ist nicht festgemacht von Microsoft. Das ist die 3,5 mm Klinke. Die könnt ihr einfach so drin lassen. Dann legt ihr das obere Teil auf Seite, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch das vordere Teil. Und hier haben wir jetzt die Kontakte wie beim alten. Der A-Kontakt ist der in der Mitte. Also der Pin genau in der Mitte ist der A-Kontakt. Und der B-Kontakt, dann nehmen wir einfach den hier. Ja, dann nehmen wir einfach diesen Kontakt hier. Der ist genauso gut erreichbar, wenn nicht sogar besser. So, dafür haben wir halt den Lötkolben heiß gemacht. Und wir löten das jetzt einmal fest. Erstmal den A-Kontakt. Dann nehmen wir uns ein bisschen Draht, immer mehr als genug. Nehmen uns den Draht, schneiden ihn ab, isolieren ihn einmal ab und bringen ihn an. So, das reicht. So, dann nehmen wir uns jetzt den B-Kontakt vor. Wir kratzen diese Seite hier auf und löten da den Kontakt. So, jetzt haben wir alles verkabelt. Jetzt können wir anfangen, das zu testen. Dafür brauchen wir natürlich eine Xbox. Und am besten ein Micro-USB-Kabel. Aber eigentlich hat man sowas immer zu Hause, weil man ja entweder ein Handy hat oder sowas. Weil die ganzen Android-Handys ja meistens mit Micro-USB-Kabel geladen werden. So, jetzt testen wir das einmal. Alles hat funktioniert. Jetzt machen wir unsere... Ja, da ich jetzt mal Minuskabel dran. Dafür nehmen wir das nochmal ab, um besser dran zu löten. So, einmal ist halt der eine Punkt TP. Da ist er. TP22. Der andere ist TP13. Jetzt ist an der Reihe, diese festzulöten. So, dafür nehmen wir uns dann auch wieder ein bisschen Lötzinn. Tun das auf den jeweiligen Punkt drauf. In dem Fall jetzt TP13. So sieht das dann nachher aus. Alles verkabelt. Hier geht ein Kabel weg. Hier geht ein Kabel weg. Und hier gehen die zwei anderen Kabel weg. Jetzt können wir uns noch markieren, welches A und welches B ist. Ich mache meine B immer schwarz, damit ich weiß, welches ist. So, das mache ich ein bisschen schwarz hier. Und dann kommen wir schon zum abschließenden Schritt. Ich habe jetzt die Pedals angebracht. Und jetzt kommen wir dazu, zu dem Teil, dass wir alles zusammenbauen.
Also, dafür tun wir als erstes mal die Rumbles wieder anlöten. Die oberen. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, lassen wir die unteren Rumbles drin oder bauen wir sie aus? Je nachdem, wo ihr die Pedals hinsetzt. Ihr könnt die Rumbles drin lassen. Doch um es einfacher zu machen, würde ich sie rausnehmen. Ich nehme sie bei mir auf jeden Fall raus, weil wenn wir das hier zusammenbauen, die Rumble-Halter kommen gegen die Taster. Diese Taster hier. Dagegen kommen die. Wenn wir die hier einbauen. Deshalb lasse ich bei mir die Rumbles weg. Wenn ihr die Rumbles drin lassen wollt, dann müsst ihr das hier so ausschneiden in dem Feld, wo die Dinger sind. Wo die Taster sind. Dann müsste es auch klappen. Aber ich nehme bei mir die Rumbles raus und schneide damit auch gleich diese Dinger hier ab. So, wenn ihr die Rumbles rausnehmt, dann könnt ihr am besten so einen Seitenschneider nehmen und hier die Teile einfach abschneiden. Dann haben wir halt nur noch dieses Gestell hier. Und wir können jetzt anfangen, die Taster festzulöten. Und das mache ich immer so, dass die Taster eine größere Lötfläche bekommen, indem ich diese Pins hier klappe ich immer nach vorne weg. Dorthin, wo sie zeigen, klappe ich sie weg. Und dadurch haben wir eine größere Lötfläche und auch direkt Platz gespart. Ich habe es mir vorhin markiert und das hier ist mein B-Knopf, weil ich hier das schwarz markiert habe, ist mein B-Knopf. Und das hier ist mein A-Knopf. Nehmen wir uns Lötzinn, unseren Lötkolben und löten das alles hier fest. Machen erstmal ein bisschen Lötzinn hier drauf. Keine schwere Arbeit. Können wir direkt hier auch machen. Und hier. So. Dann nehmen wir uns das jeweilige Kabel, halten es kurz dran. Dann haben wir das beides verkabelt und das sieht dann so aus. Hier ist der eine Knopf an den Kabeln fest und hier ist der andere Knopf an den Kabeln. So, das werden wir jetzt nochmal testen eben, ob alles funktioniert. So, jetzt haben wir den Controller. Ich nehme jetzt mal einfach, es müsste mein B sein. Klicke ich einmal drauf und zack, es geht. Ihr seht, ja, ich drücke auf diesen Knopf hier und er messert. Das hier ist mein A-Knopf und er springt. So, jetzt haben wir alles getestet. Jetzt können wir alles wieder so hinlegen, dass wir das direkt verbauen können. So, jetzt nehmen wir uns hier den ersten Knopf. Das ist jetzt bei mir der B-Knopf, dass man ihn drücken kann. Kleben ihn fest. Das mache ich jetzt eben. So, jetzt sind die Pedals dran und die Knöpfe auch. Also hier. So, jetzt können wir alles zusammensetzen. Am besten klebt ihr noch irgendwie hier ganz leicht das dran fest, damit die nicht so ganz lose da rumfliegen. Jetzt können wir eigentlich schon alles so zusammenräumen, dass es hier alles hinpasst. Ja, wie gesagt, es ist einfach ohne die Rumbles und ich brauche die Rumbles auch nicht, weil ich spiele keine Spiele mit Rumbles und ich mag die Rumbles auch nicht so gerne. Jetzt müssen wir halt nur darauf achten, dass wir alle Kabel hier gut unterbringen. Dann nehmen wir uns das Vorderteil, tun das drauf und fangen an, in der Mitte die Schraube reinzutun, damit alles zusammenhält, weil diese Schraube hält das ganze Gerüst so, sage ich jetzt mal, in einem zusammen. So Leute, zum Abschluss ist halt die Aufnahme bei mir zu Ende gewesen, weil der Akku leer war von der Kamera. Hier haben wir das gute Stück jetzt. Wie gesagt, das ist halt mit diesen abnehmbaren Sticks. Kann man abnehmen. Und mit der Scuff-Mod hinten. Also rundum ein guter Controller. Ja, ich habe euch alles gezeigt, eigentlich, was man wissen muss. Die Kontakte sind gleich eigentlich bei allen Modellen. Also der B-Kontakt auf jeden Fall, da könnt ihr nichts falsch machen. Und der A-Kontakt müsste auch eigentlich gleich sein. Und es gibt, glaube ich, zurzeit nur drei Modelle.
Und ja, die gängigsten sind halt das Modell, was ich jetzt hier hatte und das Modell davor. Ja, dann würde ich sagen, falls noch Fragen sind, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt mich privat an, unter Skype, unter Instagram oder so. Und dann bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.